Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist der Paul Unterleitner. Servus. Wir sind mittlerweile im Hotel angekommen, ein Tag vom Wettkampf. Und was uns gestern passiert ist, Farbe haben wir gemacht, ich habe ein bisschen trainiert. Seht ihr alles in diesem Video. Und ansonsten schaut mal Paul vorbei. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir fahren jetzt zum Training, aber natürlich müssen wir erstmal den Paul abholen. Der hat heute seinen letzten Tag im Kindergarten. Danach ist erstmal Urlaub angesagt. Wollen wir mal sehen, wie er drauf ist. Der Endspurt heute ist der letzte Tag, an dem man mit so wenig Kalorien durchgehalten hat. Und ab morgen gibt es dann ordentlich Kohlenhydrate. Aber das könnt ihr natürlich alle sehen, entweder bei uns in den Videos, also bei mir oder bei ihm. Paulchen, mein Lieber. Grüß Gott. Wie war denn dein letzter Tag im Kindergarten? Naja, letzter. Leider noch nicht. Naja, aber erstmal hast du ja dann Urlaub. Aber ja, ist eigentlich relativ schnell vorbeigegangen, muss ich sagen. Und haben dich die anderen Kinder geärgert oder ging es diesmal? Also zum Schluss war es richtig laut jetzt. Ja? Nur die Verrückten sind übrig geblieben. Wenn es dann auf den Feierabend zugeht, ne? Ja, genau. Ja. Aber da verging eigentlich relativ schnell. Willst du jetzt essen? Ja, wann denn? Und, da, und wann, dann wollen wir gleich trainieren, oder was? Ja, immer. Voller Bauch trainiert nicht gern. Ich bin immer noch satt von meiner Mahlzeit, ey. Ja, wann hast du gegessen? Um 13.30 Uhr. Ich bin auf Diät, ich habe ein bisschen weniger. Aber ich hab 1200 Kalorien gehabt in meiner Mahlzeit. Masse! Leute, wir sind endlich angekommen. Über eine Stunde haben wir gebraucht, aber jetzt sind wir hier in dem legendären Gym, das Gym Intelligent Strength. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit? Geilste Gym der Welt. Fühlst du den Ball? Ich liebe es. Ich hab so Bock. Oh yeah. Wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir jetzt hier auch abliefern. Einfach, bis kein Platz mehr drauf ist. Ich versuch's. Nicht unter 6 wiederholen. Ja. Aber das Ding ist voll auf jeden Fall. Ja, noch eine Scheibe drauf, dann wird es zu wenig. Eine Wiederholung. Ja, ich weiß. Mach mal kurz hoch. Ja, während des Trainings werden auch noch Fotos gemacht. Ein bisschen Instagram-Material abgedreht. Also Leute, der Hustle ist real. Und das ist alles kurz vorm Wettkampf. Da muss man schon sehr stressresistent sein. So, Paul, können wir jetzt weitermachen? Ready, ich spann mal durch die Brust. Oh ja. Yeah. Ah, es tut weh. Brutal. Also jetzt kommen gerade krass die Adern. Ich weiß nicht wieso. Ja, weil alles funktioniert, so wie es soll. Eine richtig geile Maschine für richtig geile Maschinen. Oh. Für den langen Trizepskopf auf die Fresse. Oh. Ellie zu Hause angekommen, Paulchen gönnt sich lecker Oldschool-Diet, Fraß. Jawohl. Aber Bock hast du, ne? Schmeckt ja auch richtig gut. Ja, ich find's mega geil. Und funktioniert auch super, ne? Ja, aber. Das stimmt. Und ich gönne mir lecker Essen rein. Schaut mal hier, ich freue mich schon die ganze Zeit. Erstmal ein paar Greens, bisschen Salat. Frisches Tatar-Rinderhack. Ja, ich esse das roh. Ich wurde allerdings auch darauf hingewiesen, ich solle das nicht roh essen. Damit wollen die sich immer absichern wegen irgendwelcher Bakterien. Ist mir aber egal. Ich gönn's mir. Mein Magen ist wie von einer Kuh. Weiter geht's mit Maiswaffeln am Rand. Da gibt's das natürlich alles oben drauf. Ein bisschen Topfen, ein bisschen Frischkäse. Und ich probiere mal die Soßen von Paul. Leute, wenn das mal kein Foodporn ist. Maiswaffel, Avocado, Tatar und darüber noch Pesto. 23.30 Uhr, noch vor Mitternacht im Bett. Alles richtig gemacht. Paul kann zwar morgen ausschlafen, aber ich denke mal so um 8.30 Uhr. Steht dann hoffentlich gleich im Zimmer, dann direkt nach dem Aufstehen ist erstmal ein Formcheck angesagt und natürlich auf die Waage. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Vielleicht hat er morgen das absolute Tiefstgewicht, dann wäre er so bei 94,7. Müssen wir mal gucken, ich bin gespannt, weil im Training hat man gesehen, der wurde am Ende immer flacher. Er hat zwar angespannt, aber irgendwie ist nichts mehr passiert. Und das werden wir dann morgen versuchen. Ja, morgen gibt es die Fülle. Leute, der wird ordentlich gegessen. Gute Nacht, also bis gleich. Ja, morgen Sportsfreunde. Das war mal eine komische Nacht. Gefühlt richtig mies geschlafen. Aber gemessen war es dann noch ganz gut. Ich bin um 4 Uhr wach geworden und hatte so einen Hunger, so einen Jeeper irgendwie auf was Süßes. Da habe ich mir erstmal einen lecker Proteinshake reingegönnt. 168 Kalorien, die ausschließlich aus Eiweiß bestehen. Ich habe zwischendurch überlegt, hier lachen mich ja diese leckere Reiswaffel mit Schokolade an.
habe ich mir dann doch verkniffen. Ich habe es ja schon gesagt, Performance-Modus. 8.30 Uhr und der Paul schläft immer noch, ist aber auch gut, so dass ich schön ausschlafen, dann ist die Form nachher umso besser. Ich gönne mir heute zum Frühstück, was haben wir, wie heißt es? Ebli und ein bisschen Hühnchen, Brokkoli. Mal was anderes, ich bin eigentlich eher ein süßer Typ, aber heute habe ich Bock drauf, weil wenn ich jetzt nicht regelmäßig esse und tagsüber noch esse, dann werde ich zum Lauch, Muskeln dann immer flacher. Wir wollen ja keine Gains verlieren. 5000 Kalorien haben wir für heute erstmal angepeilt, könnten aber auch mehr werden, das schauen wir dann. Aber ich denke, dazu sagt Paul in seinem Vlog genug. Jetzt machen wir erstmal einen Formcheck. Paul. Okay, Paul, jetzt flex mal einen raus. Ja, der letzte Tag leer gelutscht. Zeig mal nochmal Arsch auf für deine Zuschauer. Ja. Und darum geht es uns ja. Ne? Wir wollen wirklich, ich weiß nicht, ob es mit dem Licht gut sehen kann. Jawohl. Aber das ist definitiv Bestform auch Beuger. Adduktor jetzt. Oh, von hinten sieht es richtig gut aus, Paul. Das ist mal. Tannenbaum. Yeah. Oh, das sieht nach Bodybuilding aus, Paulchen. Ja, endlich. Paul genießt die erste Mahlzeit. Hält der Geruch, was er verspricht? Mhm. Ja. Heiß ist es, aber sonst. Also. Viele Menge. Dazu noch ein paar EAs für die Proteins. Ne? Und hier übrigens, hast du reingemacht, ne? Noch nicht? Ja, scheint nicht zu brauchen. Hier nochmal schauen. Ja. Candy Splash, Candy Flavor, Flavor Drops. Kriegt ihr im Shop von Gigas Nutrition mit Johannes 10. Wir haben jetzt den Paul zum Friseur gebracht. Danach wird er noch ein bisschen Massage machen. Und wir sind jetzt Intelligence Strength und werden trainieren, Leute. Was sonst? Und ein richtig gutes Video produzieren, aber dazu komme ich später noch. Wir gehen Vollgas. Tim pumpt auch ein bisschen. Probiert die neuen Maschinen aus, zerstört die Brust und die Schultern. Eigentlich Oberkörper, Beine muss er nicht trainieren, ist ja Disco-Pumper-Style. Wieder zurück beim Paul und jetzt werden erstmal die wenigen Haare, die der junge Bursche hat, entfernt. Weil eigentlich sieht man die gar nicht, Paul. Da wird Vorarbeit geleistet. Nirgendwo. Ja. Am Rücken nicht. Ja, am Rücken, Oberkörper so. Ne? Also du findest bei Paul keinerlei sexuelle. Leider nicht. Scheiße. Ich habe gerade gesagt, wenn ich jetzt schwul wäre, wäre das bestimmt eine harte Challenge für mich. Wie wenn du auf Diät bist und dir einer die ganze Zeit Schokolade vor die Nase hält oder so, weißt du? Oder für die herzhaften Typen Pizza. Du willst ja mal dran lecken, aber du darfst nicht, weil du bist ja auf Diät. Jetzt gibt's ein schönes Peeling. Oh, Scheiße. Ich hab nicht Alter, Johannes, das war teuer. So, das war nicht viel, komm jetzt. Damit die Farbe, die wir gleich auftragen, noch besser hält und schön gleichmäßig, hier keine fettige Hautrückstände sind. Ja, die letzte Person, der ich das gemacht habe, war meine Frau. Ne? Und davor war es Görki. Auch vom Wettkampf. Es riecht nach Wettkampf. Jetzt gibt's die Farbe. Kannst du schon mal einprägen? Riecht nach Alkohol. Ich hoffe, du hast eine positive Connection nach den zwei Wettkämpfen. Ja. Was man jetzt nicht sieht. Du bist nackt, oder was? Ja, du bist nackt. Oh mein Gott, dieser Pimmel. Ich bin echt gespannt, wie das dann nachher aussieht, beziehungsweise morgen früh. Und natürlich auch im Wettkampf. Jetzt haben wir noch Zeit. Du bist ein bisschen Gas geben, weil der Paul muss nämlich essen. Und der Johannes auch. Und? Wie fühlt sich's an? Mit Farbe? Schon geil. Sieht schon geil aus. Zeig mal den Trizeps. Schon besser als auf jeden Fall. Oh, yes. Voller fühle ich mich auch. Also langsam kommt die Kohlenhydrate an, aber es dauert halt auch ganz schön. Ne? Ja. Ach, guck mal an. Bam. Langsam bildet. Jetzt führen wir das Ganze noch ein bisschen. Ein bisschen trocknen. Und dann wird gegessen. Wie jeden Abend. Maiswaffeln, Avocado, frisches, rotes, rohes Fleisch. Schaffiertes ist hier übrigens wesentlich günstiger, ich glaube 10 Euro pro Kilo. Was ist schaffiert? Faschiert. Nicht schaffiert. Faschiertes, wie Fasching. Faschiert ist. Schaffiert, faschiert. Hier klingt wie Faschist, aber egal, lassen wir das. Wir sind ja auch in Österreich. Greens, ein bisschen Brokkoli dazu. Und noch ein bisschen Topfen, wo wir hier gerade bei Österreich sind. Und bei dir gibt es noch. Sehen wir dann eben bei dir im Video. Ne? Und apropos bei dir im Video. Morgen werden wir nicht vloggen.
Wir werden uns nur auf dich konzentrieren. Du wirst alles vloggen. Das heißt, wenn ihr das Zeug sehen wollt, was alles passiert morgen, schaut ihr auf jeden Fall bei ihm vorbei und abonniert den Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ja. Bei mir ist ja momentan viel Wettkampfstimmung sozusagen. Wir haben noch Wettkampf mit Leonidas, dann den Wettkampf mit Koray und Paul zusammen. Also es wird in den nächsten Wochen einiges an Content geben, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Denkt dran und natürlich die Glocke nicht vergessen. Wir können uns jetzt mal richtig reinschauen, was die vormacht. Farbe sitzt. Wir verabschieden uns. Wir sind raus. Danke fürs Zuschauen.